Heute gibt es eine unbekannte Methode zum Gesetz der Anziehung, wie du magnetisch wirst fürs Manifestieren. Dein Karma-Konto positiv auffüllen. Wie kannst du das positiv auffüllen? Indem du anderen hilfst, ohne zu erwarten, dass du dafür was bekommst. Ein Beispiel, du gehst jetzt irgendwo einkaufen und da liegt was auf dem Boden. Da hat irgendjemand eine Milchpackung auf den Boden fallen lassen und du hebst sie auf. Kriegst du schon ein paar Pluspunkte. Das hört sich so verrückt an. Aber du tust gerade Gutes. Du hilfst deiner Nachbarin beim Einkaufen, weil sie nicht einkaufen kann, weil sie alt ist. Ja, also was heißt alt? Weil sie nicht kann, körperlich. Du lässt das nicht über andere, sondern hast Mitgefühl. Du nörgelst nicht ständig, das habe ich früher oft innerlich gemacht, sondern suchst Wege, dankbar zu sein. Wir halten nicht fest an alten Sachen, die uns wehtun. Deswegen ist es so wichtig, diese innere Arbeit, dass wir Altes loslassen und vergeben. Es hört sich jetzt auch wieder zum Kotzen an, vergeben, vergeben. Ich weiß, wie es ist, wenn man sehr stark verletzt wurde und nicht vergeben will. Aber genau das sind Themen, wo wir hinschauen dürfen, um es zu erleichtern, dass das Mitgefühl, dass die Liebe des Universums von Gott durch uns fließt. Es kann nur dann durch uns fließen und nur dann können die Manifestationen schneller in Erfüllung gehen. Wenn wir verhärtet sind, weil wir lästern, weil wir verurteilen, weil wir Altes nicht losgelassen haben, dann aber diese ganzen Techniken machen zu manifestieren, dann klappt das nicht. Ja, da ist ja der Weg nicht frei für die Energie zum Fließen. Es stockt fest in den Verurteilungen, die wir tagtäglich haben. Anstatt dass wir gucken, jeden Tag, wem kann ich dienen? Wem kann ich eine Hilfe sein? Ja, und am meisten immer in der Familie gucken. Starte in deiner Familie, bei deinen Nachbarn. Wenn du einkaufen gehst, wie gesagt, wenn da irgendwas rumliegt und du hebst das zum Beispiel auf. Früher habe ich immer gedacht, nö, ich weiß nicht, sollen die anderen machen. Jetzt weiß ich, ich mache es einfach. Ja, ich mache es einfach, ich tue es für mich. Ich tue es. Es wird ja alles karmatechnisch, es hört sich jetzt doof an, gerechnet. Wenn ich jemandem wehtue, wenn ich schlecht bin, wenn ich ungerecht bin, tue ich mir im Endeffekt ja selber weh und mir selber Unrecht. Es wird zu mir zurückkommen. Genauso, wenn ich Gutes tue und für andere da bin. Und das ist diese unbekannte Methode, wie du dein Manifestieren magnetischer machst. Wie du ein Turbo anschaltest, dass es schneller geht. Indem wir rausgehen aus der Verurteilung, indem wir anfangen, Gutes zu tun. Um zu schauen, wo können wir anderen helfen und wo kann ich im Alltag diese Dankbarkeit wirklich leben und spüren. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren und unten gerne kommentieren. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.